Jennifer Zietz ist heute die Glücksfee. Die ehemalige Nationalspielerin zieht die Ansetzungen für die erste Runde im Landespokal. Ich glaube, wichtig war einfach nur, dass man die Kugeln nicht durcheinander bringt, dass halt das ordentlich und korrekt abläuft. 16 Partien werden jeweils in den Gruppen Nord und Süd ausgelost. Die Mannschaften kommen überwiegend hier aus der Region. Aus Cottbuser Sicht interessiert hauptsächlich nur eine Kugel, die von Energie Cottbus. Preußen, Blankenfelde, Marlow. FC Energie Cottbus. Der FCE muss gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde Marlow ran. Eine Mannschaft bei Teltow. Sie spielt in der Landesliga, also drei Klassen unter Energie. Für die Mannschaft dürfte das ein Traumlos sein. Jennifer Zietz kann sich in die Spieler noch aus ihrer eigenen aktiven Laufbahn hineinversetzen. Ja, es ist schon spannend immer. Also es war auch für mich als aktive Spielerin auch immer so, dass ich wusste, wann die Auslosung stattfindet. Wenn es gehen konnte, habe ich sie auch verfolgt. Und es ist natürlich auch super, dass man das jetzt auch live bei Facebook sehen kann und verfolgen kann. Das ist natürlich dann nochmal, man muss nicht warten, bis dann das irgendwie raus ist. Und dadurch, dass das jetzt auch alles so schnell geworden ist im Social Media, ist es natürlich für den Spieler schon so die erste Anspannung und die Hoffnung, dass man ein schönes Los bekommt. Die erste Runde im Landespokal wird am 12. August um 15 Uhr ausgetragen. Wann Energie Cottbus spielt, steht noch nicht fest. An diesem Wochenende müssen sie bereits im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart ran.